So, Freunde, willkommen hier zurück zu Let's Play EP9. Es geht jetzt auch weiter. Jetzt wo mal eine Folge ausgelassen. Jetzt mache ich aber auch weiter. Ja, ich habe jetzt noch so eine kleine neue Regelung aufgestellt. Und zwar kommt ja jetzt alle 3 Tage eine Folge nach Plan. Wenn jetzt mal an einem Tag keine kommt, zum Beispiel wie vor 3 Tagen, sprich, morgen ist Donnerstag, am Montag glaube ich, dann heißt es das nicht, dass am nächsten Tag eine kommt, dann kommt erst wieder nach 3 Tagen eine. Also wenn jetzt mal eine ausfällt, dann kommt am nächsten Tag keine, sondern erst regulär nach 3 Tagen. Ist ein bisschen verwirrend jetzt vielleicht, aber ist halt so. Ja. Dann schau ich mal, wie es jetzt weitergeht. Und zwar war der Schattenbahnhof ja schon fertig, soweit ich weiß. Und dann hier sollten wir, habe ich noch per Kommentar bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon erwähnt habe. Entschuldigung, den Bahnübergang austauschen, also ohne Gras. Das lasse ich jetzt erstmal so, das mache ich ein anderes Mal. Und ja, das mache ich ein anderes Mal, oder ja, ich lasse jetzt erstmal so. Ja, dann geht es mal wieder an den Dorfbau, würde ich sagen. Züge fahren jetzt ein paar. Die Züge werden wir aber auch noch runterregeln, und zwar von ein bisschen zu viele. Das kann man mit dem unsichtbaren Signal dann noch umbauen. Okay. Die Straße könnte ich eigentlich tauschen hier, weil ich das hier nicht hinbekomme. Und mittlerweile gefällt mir das auch nicht mehr so, darum tausche ich die jetzt wieder gegen eine normale. Und zwar unter Straßen, die Stadtstraße. Mittellinie. Ups, das war jetzt glaube ich falsch. Ich muss nicht, ich muss die Tausche gegen. Wieso steht das jetzt nicht hier? Ah ja, stimmt, ich habe ja nur die Straße unterirdisch versenkt. Okay, dann muss die Straße mal ganz weg. Wieso geht die nicht weg? Ah, dummer Bus. So. Dann das mal richten hier. So. Wo ist denn das? Weiter oben. Das wollen wir hier kurz einstellen. So. 15, das ist 10. Standardmäßig ist 10. Das ist 11, 10, 14, 15, 13, 6. Okay. Dann bearbeite ich das ein wenig und setze es auf 10. Das sind die Standardhöhe von der Straße, ja, 10. Dann passt das. Ist ein bisschen schwierig hier. So, 15, 10, 15, 14, 14. Okay, das setze ich jetzt am Ende wieder auf 10. Dann mal so. Das Ganze hier auch auf 10.
dann sieht es so aus. Wieso es so aussieht, kann ich auch nicht sagen. Weil eigentlich sollte hier jetzt nichts mehr sein. Ich glaube, hier wurde der Boden erhöht. Genau. An dem liegt es. Ja, dann die Texturen hier ein bisschen bearbeiten. Zwar brauche ich das hier ja nicht mehr. Vorerst. Nur so ein bisschen um die Häuser. Dass das hier ein bisschen. Ja, das schiebe ich mal ran. Oder ist das ein Hotel oder sowas? Dann kann ich es nämlich davor was bauen, aber das ist Landhaus. Gut, ja, das ist schon besser, wenn es hier so ist. Da kann man dann noch was dazu bauen. Okay, dann wird erstmal die Straße verlängert hier. So. Und davon ist die Map dann auch schon zu Ende. Die letzten kann man dann wieder Landstraße machen. Landstraße. Mittellinie. Ohne Gehweg mache ich jetzt mal ausprobieren. Und noch ohne Wand. Ja, so sieht das schon mal ganz gut aus, würde ich sagen, oder? Ja, oder mit Graswand, weiß jetzt nicht. Was kommt besser? Ich glaube fast das hier, ja. Gut, dann mache ich es mal so. Dann ist hier das Ende vom Dorf. So, gibt es sowas wie ein Rathaus auch? Muss ich jetzt gleich mal gucken. Immobilien, Land. Oder ja, ich suche jetzt mal nach Häusern noch. Also nicht nach Rathäusern, aber das könnte man schon nehmen, oder? So, ja, naja, gut, nee, passt mehr zu einem Bauernhof, oder? Ja, sowas als Rathaus. Ich weiß ja nicht. Boah, schlecht wird es ja nicht aussehen, ne? Gut, ja, das Haus kann man auf jeden Fall mal einbauen. Das kann man vielleicht noch hier zum Bahnhof dazu machen. Dass hier irgendwie mal ein Güterbahnhof oder sowas gewesen ist. Und der Bahnhof jetzt erneuert worden ist. Genau. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Stellwerk dann. Das Wohnhaus ist auch recht schön hier. So, das gibt es schon. Hier. Schiefe Ebene. Apotheke noch. Der Bahnhof. Hier ist ein Gasthof. Das passt ja mal recht gut hier für schon Dorfplatz. Ja, manche haben es vielleicht noch gar nicht gemerkt. Oder gut, ich habe es auch noch nicht gesagt. Das hier, die große Fläche hier, stelle ich mir als Dorfplatz vor.
Und da schon als Wohnviertel vielleicht. Und hier soll auch das Rathaus dann hinkommen. Und ja, hier weiter hinten endet es dann wieder mit dem Bahnhof. Gut, und über die Straße kommt man ja Bahn überkommen. Über die Gleise. So, ja, soweit zu dem. Also den Gasthof kann man schon mal lassen hier so. Und ja, hier ist nichts mehr, Wiesental. Passt schon wieder zu einem Bauernhof hier. So ein Brunnen ist auch nicht schlecht. Hier so eine Dorfmitte vielleicht. So, dieses Häuschen ist noch recht schön. Kann man ja gleich mal hier ranbauen. Vielleicht auch so. Nee, eher nicht. Das muss ein bisschen weiter weg hier. Und dann Hammerschmiede. Gut, ja, das kann man auch machen. Nur das Ganze muss. Wo kann man sowas hinbauen? Gut, das muss fast ein bisschen außerhalb dann sein. Vielleicht hier hinten oder so. In der extra Straße. Genau, da kann man ja hier raus gleich mal eine Weiche bauen. Und dann die Straße hier verlängern. Also nicht verlängern, noch eine zweite Straße bauen. Dieses Mal aber ohne Mittellinie. Zumindest ja nicht nur kurzzeitig und nur mit Gehweg links oder ganz ohne Gehweg. Naja gut, zum Hammerschmiede soll noch schon ein Gehweg sein. Genau. Ja, und dann hier einfach eine fette Rundung. Zu so einer Hammerschmiede. Das muss jetzt auch nicht 100% gerade sein hier. So wollte ich es eigentlich nicht haben, sondern eher so. Genau. Und das Ganze hier oder die Straße kann man auch noch herauslaufen lassen dann. So, genau. Und dann hier hinten vielleicht ohne Gehweg. Oder ne, ja schon noch mit Gehweg. Das könnte aber auch eine Landstraße hier sein. Ja, ich baue jetzt mehr ein bisschen nach uns. Also hier geht es dann Richtung Tschechien. Also ich wohne schon in Deutschland, aber an der Grenze Richtung Tschechien. Hier ist schon eine Hammerschmiede. Das ist so eine Nebenstraße. Und wenn man jetzt hier eine Hammerschmiede hinbaut, kommt das, glaube ich, recht gut. Da könnte man dann vielleicht sogar eine Wasserzulaufstelle bauen. Baue ich jetzt eine neue hin, die alte lösche ich dann. Genau so.
Mache ich jetzt schon Winkel hier. Und na, das muss dann wohl weitergehen, das Wasser hier. Sonst ist es ein bisschen doof. So. Und Blöcke habe ich ja nicht mehr noch seit der Neuinstallation. Oder? Denk mal nicht. Buschreihe habe ich sogar. Okay, ich glaube, das ist aber eher jetzt nichts für eine Straße, oder? Ja, doch, das passt sogar recht gut. Dachte jetzt eher, das wäre was anderes. Aber so passt es mir natürlich. Dann kopiere ich mir jetzt mal den hier. Ne, nicht zwei. Genau. Den drehe ich jetzt noch einmal um. 181 Grad. Und dann so. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Ja, es könnte aber auch ein bisschen näher an der Straße sein. Genau so. Gut, die Hammerschmiede wollen wir jetzt nicht zubauen. So. So eine Landstraße dann oder sowas. Ja, sowas in der Art. Gut, ja. Dementsprechend haben wir heute ein bisschen wieder was geschafft. Weiter geht's dann in der nächsten Folge und ich danke euch fürs Zuschauen. Jetzt noch speichern und ja, tschüss.